Hallo, ich grüße dich. 28.08. Eine wahrscheinlich der menschenfreundlichsten Konstellationen, die es gibt. Ja, die extrem menschenfreundliche 28. Natürlich die 8, das passt auch sehr gut zusammen, das verstärkt sich untereinander. Und darum kannst du ja diesen Tag Tag des Menschen oder der Menschen oder Tag des Zusammenseins oder Tag der Gemeinschaftsförderung. Oder ja, es ist sicher auch ein optimaler Tag, einfach miteinander, also das Gesellige zu fördern oder zu abzuhalten, also zu Kontakten oder alte Kontakte aufzufrischen. Ja, es wird gediegen, gemütlich, ruhig, schön, genussvoll miteinander zu haben, also Party zu machen sozusagen. Ja, sehr wichtiger Tag, also für das Miteinander, für auch zum Beispiel, wenn es darum geht, nur schon für dich selbst Frieden und Harmonie zu fördern, gleichzeitig auch ein sehr bedeutungsvoller musischer Tag. Und zuletzt auch sehr, sehr wichtig für das praktische, handwerkliche, besonders auch Fingerhandwerk. Ja, um da mal so ein paar Dinge aufzuzählen. Mit der Quadratzahl der 6, also das ist die 36, die Kommunikationszahl für diesen Tag, ja, da kann es im Gespräch durchaus ein bisschen intensiver, auch leidenschaftlicher zu und her gehen. Also zumindest ist das sozusagen eine Empfehlung. Freudige, kraftvolle, so ein bisschen auch eben herzblutbetonte, leidenschaftliche Gespräche zu führen. Im Gespräch zu begeistern. Ja. Menschen, die am 28.08. geboren sind, ja, die können sehr gut ankommen bei anderen Menschen. Daher ist natürlich, ja, ist es schon fast gesetzt, für andere da zu sein oder mit anderen da zu sein oder wie sagt man dem, also mit anderen zusammen zu sein. Ob das im Wellnesswesen, ob das im Gastgewerbe, im Service, ob das mit Vergnügungen allen möglichen, mit dem Genussleben. Alles, was halt gut tut, Freude macht, genussvoll ist, wo man zusammen ist. Etwas mit Party, Partyveranstalter, Partymanager, Musiker. Genau. Also viel Potenzial dafür. Genau, musische Dinge. Und ja. Aber auch in Sachen Handwerk, spezielles Fingerhandwerk, optimal. Natürlich kann Garantie sein, aber das Potenzial sehr stark vorhanden. Ja. Diese Menschen können zum Beispiel eine kommunikative Verbindung haben zu solchen, die wie Sie die 36 als Kommunikationszahl haben. Das wäre zum Beispiel 6., 30.06. oder andere Kombination natürlich, oder auf die Tageszahl 28 bezogen, zum Beispiel 24.04. Du, ja, dann wünsche ich dir heute einen schönen, genussvollen Tag und bis morgen. Tschüss!